Herzlich willkommen zur ersten Folge Factorio Pyranodon, Forschungsfaktor 50 und Novencraft. Wir kamen auf die geniale Idee. Weißt du, was das Problem ist an der ganzen Geschichte ist? Welches der 12 Probleme meinst du jetzt genau? Ah ne, okay. Hat sich erledigt. Jetzt dürfen nur nicht die falschen Sachen abbauen. Zum Beispiel das da, wo du daneben stehst. Das hätte ich mich eben gerade fast abgebaut. Okay, kann man das Spiel überhaupt mit No Handcraft spielen? Wieso? Wieso nicht? Wir haben jetzt zwei Assembly Machines. Steine bekommt man daher. Ja, Mist, wobei. Ja, wie bekommen wir halt Strom? Das ist richtig. Wir brauchen wenigstens einen Strommasten. Okay. Wobei es möglich sein könnte, mit 500 Kupferplatten, 500 Holz, einem Schmelzofen, da bekommen wir nur einen Ofen zumindest her, hier raus. Ja, ne, das habe ich ja gerade reingeschmissen von den ganzen Sachen. Ja, mit den Sachen ist es doch möglich, oder nicht? Was? Na, wobei. Wir brauchen ja Strommasten. Ja. Aber wenn wir nicht mindestens einen Strommasten haben, funktioniert es nicht. Dann würde ich sagen, starten wir nochmal neu und machen für die erste Folge No Handcraft an, aus. Ansonsten aber bestimmte Sachen kannst du ja per Hand craften, außerdem im ersten Fenster. Was? Schaut doch mal in das obere blinkende Gebäude. Ja, und da ist was? Aha, okay. Alles klar, dann geht's doch. Okay. Ich habe jetzt Solar gepickt und du hast Steam gepickt, ne? Richtig. Gut, das heißt, ich habe ein Solarpanel bekommen mit einem Strommasten und einer Montagemaschine. Mhm. Okay. Und ich habe einen Strommast bekommen mit einem Heizkessel und einer Dampfmaschine. Okay, ja, dann passt das doch. Das Interessante ist, bei dir ist noch dieses Pi-Book oben drüber, ne? Dieses Pi und das Buch, ne? Bei mir ist nicht mal das mehr da. Aber egal. Okay, so, jetzt brauchen wir erstmal... Ja, womit geht's jetzt los? Wahrscheinlich erstmal ganz stick nochmal Erzverarbeitung. Oder gibt's da auch schon Besonderheiten? Mal wieder, ich habe das noch nie gespielt. Zwei kleine Teile. Holz. Normalerweise würde ich ja immer behaupten, das erste, was man macht, ist gucken, wie man die erste Flasche bekommt. Und das ist aus. Achso, du redest über dich selber, ja, stimmt. Hast recht. Aus Favogae-Substrat und Glasbehältnisse. Ja, und die sind aus Holz und Molten Glas. Oder aus Holz, Molten Glas und heißer Luft. Ja, und das Favogae brauchen wir Koks und Favogae. Koks machen wir aus, keine Ahnung.
Ich sehe kein Koks, doch da unten ist das hier. Kohle aus Rakohl, Kohlegas, Komponenten Koks. Ach nee, das ist Kohlegas. Also das erste, was wir erstmal bauen dürfen, ist so eine Favogae Plantation MK01. 100 Wo ist Holz, die? die ist in dem Fen Kohleverarbeitung, bist du auch drinne gerade? Ja. Und da das in der dritten Zeile, das zweite von links. Mit so einem Pilz drauf. Ja, Alter, ist ja klar. Das heißt, Okay. wir dürfen gucken, wie wir Sediment, Leiterplatte und Tintkabel bekommen. So, pass auf. Du sagst mal, was wir brauchen. Sedimente. Ist einfach nur 500 Wasser in einen Sedimentextraktor. Ja, dann darfst du jetzt erstmal gucken, was der Sedimentextraktor, wo der herkommt. Der braucht Eisenplatten, befeuerte Erzförderer, Leiterplatten, kleine Teile und Tintkabel. Ja, dann dürfen wir Leiterplatten gucken. Okay, lass mich ganz kurz nach Leiterplatten gucken. Leiterplatten ist Holz, Kupferplatten und Kupferkabel. Also brauchen wir ganz viel Holz Ganz viele Sachen, richtig. und Kupfer. Gut, also brauchen wir ja, Kupferkabel, ist das da? Ja, ist das Kupferplatten? Das war ja klar. Pressure-Pump, Vakuum. Und das Tin-Cable ist aus Kupferkabel und Zinnplatten. Das heißt, wir brauchen Zinn und Kupfer als erstes. Und wir brauchen ja, Eisensplatte, Schmelzofen und kleine Teile. Schmelzofen ist aus Stein ganz normal. Kleine Teile sind aus Kupferplatte, Eisenstangen, Eisenzahnrad und Bolzen. Bolzen sind aus Eisenstangen. Alter. Okay, also Kupfer, Zinn, Eisen. Kupfer, Zinn, Eisen, ne? Das Wichtigste ist Kupfer, denke ich erstmal, aber ja. Mit Und uns. Stein und. Ah, ich habe Kupfer gefunden. Ja, was ist jetzt hier? Stein? Eisenerz, Borax, Titanium. Das in der Mitte würde ich mal behaupten, da. Ja, hier läuft das so viel. Alter Schwede, Ich glaube, ich brauche erst mit 3 Stunden überhaupt zu gucken, was man mit was jetzt genau macht dann. hast du zufällig schon eine Mall und sowas? Eine Mall? Was meinst du mit Mall genau jetzt gerade? Meinst du mit Mall Mall oder mit Mall eine andere Mall? Ja, eine Mall, wo wir alle Sachen drin haben und wir nur die Scheiße Jein, theoretisch ja, praktisch nein. Okay. So. Also im Endeffekt ist jetzt das erste Ziel erstmal gefühlt eine Holzverarbeitungseinheit, der disruptive Destillationsapparat, der Sedimentextraktor und der Favoege Plantation MK1 und was weiß ich, was wir noch brauchen. Ja. Also im Endeffekt jede Maschine, die bei Kohleverarbeitung drin ist, einmal. Ja, oder wir bauen gleich hier so ein. Nee, besonders. Au, schüchterne Kreaturen bekannt uns auch. Palpmehl. Organik, nein. Alter, reicht jetzt. Pressure Pump brauchen wir auch nicht. Ja, im Endeffekt bleibt uns da halt jetzt erstmal nichts anderes übrig. Also erstmal irgendwie gucken, dass wir jetzt so halbwegs vernünftige Anlage zusammenbekommen. Wo hast denn du dein Strommast? Inventar noch. Ich klaue mir den mal ganz kurz.
Liter. Oder so, danke. Weil dann können wir das Ding hier schon mal so hinsetzen. Weil ich denke mal, am einfachsten wäre es. Also ich Ja, sag's gut. mal nett und freundlich. Ich glaube, die Einstellung, die du getroffen hast, war wenigstens dafür, dass der Forschungsfaktor da ist, wo er ist, einigermaßen fair. Wieso? Naja, ich weiß jetzt ja nicht, ob du mal bei den Forschungen reingeguckt hast, ne? Aber die einzige Forschung, die noch einen fairen Preis hat für uns, weil der Forschungsfaktor auf die noch nicht applied ist, Automatisierung. Lampen Oh, kostet oh, 500, Geschütze wird oh, 500. Alter, Also echt jetzt? die einzige, die noch wenig kostet, ist die Montagemaschine im Endeffekt. Der Rest ist alles dezent teuer. Ach du Scheiße. Alter, vielen herzlichen Dank. Kannst mir doch bestimmt sagen, wo meine Öfen hin sind, oder? Oder mein Ofen. Den hattest du hier oben hingestellt, habe ich abgebaut gerade. Ja. Brauchst du welche? Ich glaube, das Beste wäre jetzt erstmal halt auf einen gewissen Bestand an Öfen zu kommen, ja. Ja, 5 Stück habe ich schon gebaut. Na gut, dann stelle ich mich mal hier hin und kloppe Steine und baue Öfen. Das heißt, wir brauchen als erstes eigentlich Eisen, damit wir Erzfeuer bauen können. Oder wie viel Erzfeder hast du? Ja, man bekommt am Anfang 10 Stück, das heißt, ich wollte 3 auf Kupfer stellen und 3 auf Eisen, wenn ich Eisen finde. Was das Eisen? Okay. Aber mir fehlt ein Ofen dafür halt noch. Ja, ich bin dabei. Wobei ich persönlich glaube, dass man hier auch gut und gerne das System anwenden kann, 25 Erzförderer gehen in einen Ofen rein. Wenn ich mir das da unten angeguckt habe. Ja, ich habe noch gar nicht so geguckt. Ich mache erstmal hier Steine und so Naja, hier angeguckt fertig. habe ich mir bisher auch noch nicht so richtig was, aber wenn ich mir das hier, wenn ich das bei Kupfer hier sehe und der aus 5 Erz immer noch nicht anfängt, die Platte zu schmelzen, dann denke ich mir meinen Teil da mal. 8 zu 1. Ja, 8 das heißt im Kupfererz zu 1 Endeffekt, du Kupfer zu 1. kannst 8 Miner auf einen Ofen setzen. Okay. Okay. Ja. Ich melde einen Modwunsch an. Even Distribution. Okay. Schreib das gleich auf deine Schlauliste. Ach, bis der Mod drinne ist, sind wir eh gefühlt mit dem, wo er sinnvoll oder hilfreich gewesen wäre, fertig. Gefühlt. Meinst du? Ja, ich glaube schon, dass wir jetzt relativ schnell relativ viel Kohle etc. bekommen werden und es dann zu dem Zeitpunkt irgendwann kein Problem mehr werden sollte. Okay. Ich meine, ich habe jetzt hier 4 Miner drauf und jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, sind hier 112 Raw Coal drin, die wir eigentlich mal zu Kohle crushen müssten, aber die Maschine kostet halt arschviel. Felix, hast du mal meinen Chat gelesen? Nein, weil mein Tablet leer ist. Okay, dann lese ich dir das vor. Für jede Hälfte Mod darf ich eine böse Mod raussuchen. Wäre ein Deal. Dann verzichte ich auf das. So, ich hätte noch mal 10 Schmelzöfen für dich. Ich brauche keine Schmelzöfen mehr. Okay. Ich brauche kleine Teile. Für kleine Teile brauche ich Kupfer, Eisenstangen, Holzen. Dafür brauche ich Eisenstangen. Okay, das heißt erstmal Eisenstangen. Das viel beängstigendere ist,
Und wenn du jetzt mal Pollution anmachst, dann wirst du meinen Punkt verstehen, glaube ich. Das heißt, eigentlich müssten wir auch anfangen, Pollution zu managen. Eigentlich. Das heißt, dass wir im Endeffekt in der einen Ecke das machen und dann warten, bis die Pollution sich wieder zurückgebaut hat und was weiß ich eigentlich. Normalerweise müssten wir nach hier oben über dem Wald gehen oder in den Wald. Da oben wird aber ziemlich sicher auch noch ein Nest sein und wir sind eigentlich ziemlich mittig im Wald. Das einzige Stück, wo es halt gefährlich wird, ist im Endeffekt da und da. Okay. Alter, hast du dir mal angeguckt, Was habe ich mir angeguckt? was Schusswaffenmunition kostet? Momentan hatte ich noch nicht das Vergnügen, nö. Zwei Kohle, zwei Steine, eine Eisenplatte. Oder zwei Bleiplatten. Oder zwei Beiplatten. Das Interessante ist, die Game-Munition können wir sogar per Hand craften. Ja, bei bestimmten Sachen geht's per Hand, aber halt nicht bei allem. Ja. Zum Beispiel bei den Pyranodon-Sachen. Zum Beispiel dein Glasswerks oder was auch immer das hier ist. Dein destruktiver Destillationsapparat kannst du auch per Hand craften. Weil das ja nicht rot unterlegt ist. Ich weiß, aber es ist deutlich einfacher, den in der Maschine zu craften, weil man da wenigstens sieht, was es braucht. Ja. Achso, du hast schon Stangen, okay. Ein paar. Brauchst du Bolzen? Ich brauche insgesamt 10 kleine Teile und 3 Leiterplatten. Okay, warte, ich mache noch mal ganz kurz ein paar Stangen. Kleine Teile brauchst du. Ich brauche 5-mal gecraftetes kleine Teilrezept. Ja, dann brauche ich. Hast du noch Eisenplatten? Wie viele sollen müssen da rein? Ausreichend. Alter, sind die Zahnräder langsam in der Maschine, wenn die keinen Strom haben, Junge. vor allem. Ja, es ist halt dunkel. Wir haben jetzt gar keinen Strom mehr. Das Schöne ist, wir haben halt wortwörtlich gleich gar keinen Strom mehr. Also, denn du baust deinen Atomreaktor darauf. Ja, das Problem ist bloß, dann dürfen wir eine Strommastleitung vom Wasser bis da unten oder vom unteren Wasser bis da oben machen. Das heißt, wir dürften dann erstmal so ungefähr 300.000 Kupfersachen so ungefähr verkraften. Das ist richtig. Und davon, da wir keinen Strom gerade haben, können wir das auch gerade relativ schwer machen. Okay, das ist auch wiederum wichtig. Und zu deiner Frage, ich habe mehr als genug Eisen- und Kupferplatten, zumindest zum Anfang, weil du selbst wissen müsstest, dass wir 500 am Anfang bekommen haben. Das Okay. Problem ist bloß, dass wir mit den Ressourcen jetzt eigentlich minimal haushalten müssen. Und alles stackt Richtig. hier übrigens bis 500, was Ressourcen angeht, nur um es erwähnt zu haben. Okay. Gut zu wissen. Holz, Rohrkohl, Eisenplatten und Kupferplatten zumindest. Ja, dann craftet du da unten mal ein paar Sachen ohne Strom. Inzwischen kommt wieder Strom, aber halt langsam. Minimal. So, was brauchst du noch?
Für die Maschine brauche ich jetzt noch 3 Leiterplatten, 1 und 10 kleine Teile. Das heißt 5-mal das kleine Teile-Rezept und ich glaube 3-mal Leiterplatte. Okay. Wobei das Problem halt ist, dass ich nicht weiß, was du in deinem Inventar hast. 10 Öfen. Du müsstest aber theoretisch gesehen auch Bolzen drin haben. 8 Bolzen. Die kommen mal runtergerannt. Eisenplatten, Eisenoxid oder Eisenerz. Okay. So, ich mach mal hier oben die Leiterplatten rein, ne? Leiterplatten habe ich schon, die kann man per Hand craften. Die sind fertig. Ich brauche nur noch die kleinen Dinger da. Die kleinen Teile. Also die. Kleine Teile. Die Zahnräder haben wir genug. Und Ja. so. Reicht das? Ich baue noch einmal Bolzen. Aber das. Hast du Eisenstangen noch? Ich gehe mal nicht davon aus. Doch, habe ich. Oh, warte mal. Ach nee, die kannst du nicht im Inventar machen. Oh, toll. Warte, ich mache Bolzen. Wer hat sich das ausgedacht ohne Handcraft? Lass mich raten, du hast keine Stange mehr. Ich mache noch ein paar Stangen, Moment. So, hast du alles? Jein, es hat mich nicht die Platte im Inventar craften lassen, weil nur Handcrafting. Also crafte ich sie jetzt in der Maschine drinne. Okay. Ich habe noch eine Maschine, ne? Die uns jetzt den Strom zieht, toll. Nimm die weg da. Alter Schwede. Ich habe wieder was vergessen. Was denn? Selbst wenn du es angeblich craften kannst, kannst du es nicht craften. Habe ich auch gerade gemerkt. Also das geht ja schnell. Yay! Was Ach du haben Scheiße, wir ist denn groß. denn? Und braucht Strom, toll. Für was brauchen wir das Ding jetzt überhaupt? für den Koks. Aus dem können wir aus der Raw Coal 20% Eisenoxid, Kohlegas, Teer und Kohle. Und die Kohle können wir wiederum reinschmeißen, wird zu Eisenoxid, Koks, Kohlegas und Teer. Also das Produkt hier oder was? Alter, ach du Wir Scheiße. könnten aber auch statt Raw Coal könnten wir auch Holz reinpacken und würden Eisenoxid, Kohle, Kohlegas und Teer rausbekommen. Aber deutlich weniger Kohlegas und Teer. Ne, die Tür ist Ja, gleich gut. viel, aber deutlich mehr Kohle halt. Ja, pass auf, dann würde ich sagen, dann stellen wir das. Alter. Dann lass das Ding erstmal hier vor sich hinrödeln. Zumindest so ein bisschen. Ja, eigentlich bräuchten wir jetzt schon Tanks, damit wir den Kram auffangen können. Ich behaupte aber einfach mal persönlich, dass wir keine Tanks besitzen. Oder? Wir besitzen eine Pressure Pump. Wir besitzen einen Clay Pit, einen Bed Reactor, Pulp Mill, Padder, Greenhouse. Nö. Wir besitzen als einziges das P-Gas-Ventil, was das theoretisch wegvoiden könnte. Okay. Alles klar. Aber damit haben wir schon mal eine der Maschinen fertig. Die bräuchten wir theoretisch gesehen, wenn wir es aber automatisieren wollen, halt ein zweites Mal. Damit wäre der
Teil Koks dann bei den Favogai-Substrat abgeschlossen. So, also wir brauchen, ja. Jetzt brauchen wir eine Favogai-Plantation. Da ist halt Sediment und Tint Cable das Problem. Wobei ich Tint Cable ist ein Fragezeichen, ob es das Problem wäre. Nö, das ist kein Problem. Und wir brauchen ein Glassworks Dingsens Bumsens. 4 Zinnplatten brauchen 40 Zinnohr, ne? Hör auf, mir Also solche Sachen vom Kopf zu werfen. ich denke mal, wir sollten jetzt erstmal zusehen, dass wir irgendwie mal ein paar mehr Förderratzen bauen. Dafür brauchen wir kleine Teile. Schmelzöfen habe ich. Hast du 30 Eisenplatten? Ja. Dann brauchen wir 30 mal kleine Teile. Ja, ich glaube, wir sollten erstmal überlegen, ob wir Strom aufgebaut bekommen. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal Strommasten. Richtig. Nein, wir brauchen Kupferkabel vorher. Kupferkabel habe ich 8 Stück. Die kommen noch von dem einen. Aber für die Kupferkabel, dass die überhaupt jetzt craften, dauert auch nochmal. Gut. Dann haben wir dies. Dann kannst du hier schon mal oben Strom aufbauen Ich und dachte ich eigentlich mehr würde. so an unten, aber ja. Ja, aber unten Ist das. ist. Ja, ist halt Beißer näher, aber sind deutlich näher vom Stromweg halt eher. Aber ich kann es auch oben aufbauen. Ja, ich glaube, ja, pass auf, ich gehe mal ganz kurz runter zu den Beißern. Ich guck mal, ich sag mal so. Ich stelle uns mal ganz kurz vor. Dir ist bewusst, dass du absolut gar nichts hast. Oh, ich habe eine Pistole. Warum hast du eine Pistole? Warum verschwendest du unsere Ressourcen für eine Pistole? Ich habe die Ressourcen nicht verschwendet, ich habe ihre Pistole so gehabt. Warum hast du eine Pistole und ich nicht? Ich fühle mich jetzt ja schon leicht benachteiligt, aber auch nur leicht. Evolutionsfaktor 0,01. Ey! Aber der einzige Vorteil ist, es sind nur zwei Speiernester und ein kleiner Wurm. Das heißt, es ist definitiv machbar wegzubekommen. Ah, guck mal, was du für. Du hast deine Lieblingsressource da unter dir. Erinnerst du dich noch an Mem? Mit 3,3G oder was weiß ich, was es war? Ja, toll. Okay. Also ich sag's mal Was so, wenn ich es oben anschließe, brauchen wir 30 Strommasten. Wenn wir es unten anschließen, vielleicht 10. Pass auf, wir sollten erstmal gucken, dass wir vielleicht noch eine Pistole hinbekommen. Eisenplatten, Kupferplatten. Das kriegen Ost wir hin. sollte aber theoretisch gesehen auch mit Pickaxe mit Fischen kein Problem sein, eigentlich. Gut, ich besorge mal Fische. Weil dann sollten wir vielleicht die da unten als erstes mal wegmachen. Das könnte aber auch in einem witzigen Sterben enden, also wäre es auch gut, wenn wir irgendwas hätten, wo wir Ressourcen drin lagern könnten. Ja, in dem Raumschiff. Ja, das sind aber 4 Item-Slots, oder nicht? Fünf. Ja, und ich habe so ungefähr anderthalb Reihen voll mit Ressourcen. Dann kannst du es in einer Leiche noch machen. Ja, wenn wir es überleben und das Nest kaputt bekommen, richtig. Geh auf das Nest, geh auf das Nest. Okay. Der Wurm macht doch mehr Schaden als gedacht. Ich glaube, wir sollten den Wurm lieber fokussieren. Er hat auch deutlich weniger Leben. Ich habe meinen Schaden doch ein bisschen überschätzt, glaube ich. Ja, ich habe auch keine Dings mehr. Fische oder Munition? Munition. Das Problem ist, alleine hast du keine Chance. Einer muss sich um die Viecher kümmern, einer muss auf den Wurm rauf. Ja, Alter, gut. wir sterben einfach dauerhaft. Ich hab eine Pistole bekommen. Mit Munition.
Ich sterbe jetzt einfach dauerhaft, kannst du Munition und Pistole aus meinem Ding rausholen, theoretisch. Wenn du nicht gerade jetzt stirbst. Ich habe eine unlimitierte Munitionsfarm gefunden. Ja, dann weine ich mal. Ich bin auf dem Weg. Okay, das wird trotzdem witzig werden. Okay. Können wir die Pistolen wieder einschmelzen? Bestimmt. Weißt du, was das Traurige ist? Dass die Pickaxe mehr Schaden macht als die Munition. Die macht tatsächlich mehr Schaden. Oh, das habe ich auch noch nicht gemacht, dass man hier auf Nester Na, aber besser, mit Dings bevor sie schießen. evolvieren. Ja. Definitiv. Und Wir haben vor es allem. geschafft. Yay! Und wir haben Und unsere das war's. Ressourcen nicht mehr verloren. Und wir haben gar nichts verloren. Ich habe eine Pistole. Jetzt habe ich sogar zwei Pistolen. Ich habe auch zwei Pistolen. Ja, und eine davon hast du sogar von Anfang an gehabt. Ja, gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.